Heute beginnt der Lockdown und die Schulen haben ab heute geschlossen. Doch in Speyer haben weiterhin die Kitas geöffnet. Bei mir steht jetzt Kita-Leiterin Frau Wöhlert. Was genau fordern Sie denn jetzt von der Politik? Ich würde mir wünschen, dass der Rechtsanspruch auf Betreuung in den Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz, besonders hier in Speyer, wo wir beim heutigen Stand von Inzidenzwert Richtung 500 gehen, dass der Regelbetrieb umgestellt wird auf einen Notbetrieb und der Rechtsanspruch ausgesetzt wird. So könnten wir Familien, die in systemrelevanten Berufen die Eltern tätig sind, wie die Ärzte, die Hebammen, Einzelhandel, wieder versorgen mit breiten, gut aufgestellten Öffnungszeiten. Dafür fehlt mir zurzeit tatsächlich das Personal. Zudem, dass meine Erzieherinnen und Erzieher bereits jetzt am Limit laufen. Die letzte Zeit war sehr anstrengend. Die Gruppen sind voll, bis zu 22 Kindern. Und wenn heute der Rechtsanspruch ausgesetzt werden würde, könnten wir wieder in kleinen Settings arbeiten, könnten den Familien ein gutes Betreuungsangebot geben und die Familien, die es durch Homeoffice oder durch andere Ressourcen schaffen können, die Kinder wirklich nur stunden- und tageweise wieder in die Einrichtung zu bringen. Dann würden auch meine personellen Ressourcen ausreichen. Jetzt haben Sie ja auch einen Brandbrief an Herrn Platschek geschrieben. Was genau werfen Sie denn der Politik vor? Dass man nicht sieht, dass hier unten in den Kitas, in meiner Einrichtung, ich bin mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen im Austausch, die beschreiben, dass es ihnen ähnlich oder gleich geht, dass man das nicht erkennt, dass man scheinbar möchte, dass das System hier unten gerade kollabiert und dass man jetzt nicht handelt wie in allen anderen Bundesländern. Dort ist bei allen ab heute Lockdown und mir treibt es täglich nach wie vor die Tränen in die Augen und ich habe schlaflose Nächte zu überlegen, wie wir im Regelbetrieb sein können, was schon lange kein Normalbetrieb mehr ist. Genau, Sie haben es zwar schon gesagt, aber wie ist es denn auch jetzt für Sie unter den Umständen weiterhin die Kita zu führen? Sehr anstrengend, täglich wechselnde Dienstpläne von verständnisvollen Eltern, die ihr Bestes gerade noch geben, auch am Limit laufen, bis hin zu verständnislosen Eltern, wütenden, anschreienden Eltern, die sagen, gestern kam in den Nachrichten nach wie vor Regelbetrieb, solange mein Kind kommen darf, wird es auch in die Einrichtung besuchen. Also die ganze Bandbreite und ich glaube, auf Dauer werden wir das, was in der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern gerade kaputt gemacht wird, weil ich es ständig hier unten mit den Familien aushandeln muss, das werden wir auch nach Corona nicht mehr einholen. Da hätte ich mir klare Vorgaben von der Politik gewünscht. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute, Frau Wöhlert, und drücken die Daumen.